Loft. We know where the one is. Willkommen im Loft, wunderbar, dass Sie alle da sind. Pablo Held Meets, Saison ist mittendrin. Die Saison im Loft hat eigentlich gerade erst wieder angefangen. Wir orientieren uns dann der Fußball-Bundesliga eher. Bei Pablo Held hatten wir schon Halbzeit und läuten die zweite Hälfte ein. Ich kann Sie erstmal beruhigen. Auch nächstes Jahr ist eine weitere Saison Pablo Held Meets geplant. Pablo nicht die Lust und Laune verliert, hier unermüdlich weiter zu programmieren. Heute Morgen, als wir uns hier getroffen haben, haben wir schon gesagt, wir haben aufgehört zu zählen, denn wie oft das hier schon stattgefunden hat, ist nicht wirklich wichtig. Viel spannender ist die Auswahl an Musikerinnen und Musikern, die Pablo hier jedes Mal wieder einlädt. Da sind alte Reckinnen und Recken dabei, aber auch immer wieder junge Talente. Und auch heute, das werden Sie sehen oder haben Sie wahrscheinlich schon bemerkt, sind glaube ich, alle außer Pablo haben das 30. Lebensjahr noch nicht erreicht oder so gerade. aber waren tatsächlich hier ab und zu schon zu hören. Jakob Obleser am Bass, der Name wird Ihnen bekannt vorkommen. Und auch Alexandra Ridout war sogar in dieser Reihe hier schon zu Gast. Wir haben da nachgeguckt, das Archiv sagt März 22, Ausgabennummer vergessen. We very much want to welcome the whole Ridout clan that came all the way from England, or from their way back from holiday to make a stopover in Cologne to listen to Alexandra. I count at least 6 Ridouts here in the audience, so very warm welcome to you as well. Mobiltelefone, bitte in den Flugmodus. Ich habe es gerade gemacht. Es wird eine Pause geben, in der Sie sich erfrischen können, aber jetzt erstmal viel Spaß und viel Vergnügen mit Musik.
Thank you.
Adelesaurus, Tenorsaxophon. Jakob Obleser, Kontrabass. Estefania Chamorro, Schlagzeug. Und Alexandra Ridout, Trompete. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Hiersein und auch fürs Einschalten am Computer. Ich freue mich sehr, hier mit diesen Menschen Musik machen zu können. Wir machen auch gleich weiter, weil ich will jetzt gerade gar nicht so viel reden. Aber ich sage kurz an, was wir gerade gespielt haben. Das erste Stück war ein klassisches Stück von Lili Boulanger, einer meiner absoluten Lieblingskomponisten. Und sie ist viel zu früh gestorben, hat aber wunderbare Musik hinterlassen. Und das ist aus einem Zyklus, den sie geschrieben hat für Violine und Klavier. Und das war eine Nocturne von ihr. Danach haben wir weitergemacht mit einem Stück von Wynton Marsalis, was ich schon immer mal raushören wollte und es endlich jetzt getan habe vor ein paar Wochen. Das heißt Delphaios Dilemma, seinem Bruder gewidmet. Ich weiß nicht, was das Dilemma war, aber vielleicht finden wir das ja noch raus. Wir machen jetzt weiter mit einem Stück von Annette Peacock mit dem Titel El Cordobés. Thank you.
Thank you.
Vielen Dank. El Cordobés von Annette Peacock, oft gespielt von Paul Bley, in sehr, sehr unterschiedlichen Versionen, was es gar nicht leicht gemacht hat, das überhaupt rauszuhören. Wenn großartige MusikerInnen so ein Stück spielen, dann ist es so, dass es dann irgendwann so zu deren eigenes Stück wird, sodass man das dann eigentlich, es ist manchmal schwierig, das überhaupt aufzuschreiben. Ich habe mich hier an verschiedenen Aufnahmen orientiert, man hat Spaß gemacht, also hinterher zu hören, was das denn hätte sein können, dieses Stück. Ich erzähle kurz ein bisschen was zu den Menschen, die ich hier eingeladen habe. Ich mache das jetzt seit, ich glaube, 2017 oder 18, ich glaube 17, dass ich hier Leute einlade, mit mir zu spielen. Jedes Mal lernen wir ein neues Programm. Ich schicke die Noten ein paar Wochen vorher mit Aufnahmen zusammen, ohne großartige Anweisungen. Und so erarbeitet sich jeder für sich dann die Musik. Und dann treffen wir uns am selben Tag und proben das hier dann ab nachmittags. Dann wird lecker gegessen im Waldschka, da waren wir auch heute wieder. War ich jetzt 30 Mal essen, glaube ich. Lohnt sich, ich werde auch weiterhin gehen. Genau, diese Musik, Jakob hatte mich vorhin gefragt, wie machst du das? Also wie wählst du so ein Programm eigentlich aus? Und das kommt eigentlich wirklich dadurch, dass ich dann an diese Menschen hier denke. Und das bringt mich dann auf Ideen, was uns herausfordern könnte, was uns gut gefallen könnte. Und ich versuche dann so eine Mischung daraus zu finden. Alex Ridout war ja schon mal hier vor einem Jahr oder so. Und das hat mir so gut gefallen, es hat so Spaß gemacht, dass ich dann dachte, ich lade sie einfach nochmal ein. Ich darf das ja machen, ist ja meine Reihe. Man denkt natürlich, man muss immer neue Leute einladen, aber dachte ich, nee, Alex muss wiederkommen. Und jetzt ist sie hier und wir sind total froh, dass sie hier ist und sie spielt fantastisch. Das ist Alexandra Ridout. Bisschen enttäuscht bin ich schon, weil ich meine, sie ist die Einzige, die ihre ganze Familie mitgebracht hat. Ich meine, das hättet ihr auch mal ein bisschen mehr Einsatz zeigen können. Das erwarte ich ab jetzt immer. Adele Sauros habe ich kennengelernt vor einigen Jahren in Basel, wo ich am Jazz Campus ab und zu dort bin, um die Auditions für das Focus Year Programm zu begleiten. Und sie ist uns allen da, ist eine total starke Stimme am Saxophon aufgefallen. Sie kam dann auch sofort in diese Band und dort habe ich dann mit ihr gearbeitet, als ich da mal als Coach vorbeigekommen bin und wir an meiner Musik gearbeitet hatten und es hat sich unglaublich gut angefühlt. Sie ist jemand, die einfach die ganze Zeit dabei ist und sich um alles kümmert, an die Sache rangeht und es ist ein ganz tolles Gefühl, mit ihr so jemanden zu spielen. Adele Sauros aus Finnland. Eben genannten Focus Year Auditions hat mir der großartige Jorge Rossi, mit dem ich dann da immer zusammenspielen darf, wenn wir die ganzen Leute begleiten, die sich dann dafür bewerben, hat er mir erzählt von einer wahnsinnig tollen Schlagzeugerin. Das war vor 4 Jahren oder so. Und er meinte, Estefania Chamorro, musst du dir auf jeden Fall merken, super Schlagzeugerin. Und wenn so jemand wie Jorge mir sowas sagt, dann mache ich das sofort und check die Leute aus. Und ich habe sie seit Jahren verfolgt quasi, habe Videos geguckt und habe sie dann irgendwann angeschrieben, dann hat sie gesagt, ja, ich kann jetzt nicht kommen, ich gehe jetzt erstmal ein Jahr nach Brasilien. Jetzt ist sie vor einem Monat wiedergekommen und dann hat es super geklappt, dass sie hier ist und sie ist die Einzige, mit der ich jetzt noch nicht zusammengespielt habe, aber es hat sich total gut angefühlt gleich. Jetzt ist sie hier, fantastische. Estefania Chamorro aus Spanien. Und in Stuttgart habe ich kennengelernt Jakob Obleser am Kontrabass. 2016 habe ich da einen Workshop gegeben und da wurde mir eine Rhythmusgruppe zugeteilt aus jungen Studierenden und der Bassist hat mich total umgehauen. Der war damals noch Jungstudent und es war auch so total verbindlich und er hat sich total um die Musik gekümmert, kannte alle Stücke irgendwie auswendig sofort.
Wow, krass. Und dann natürlich ist er einer der beschäftigsten Bassisten jetzt geworden in den letzten Jahren hier in der europäischen Szene. Ich freue mich total, dass er hier ist, dass wir jetzt endlich mal richtig spielen können miteinander. Das ist Jakob Obleser, Kontrabass. Wir machen weiter, beschließen das erste Set mit einem Stück von Milton Nascimento, einem der großartigsten Komponisten, Songschreiber, Gitarristen, Sänger, alles. Und das Stück heißt Vera Cruz, zu hören auf verschiedensten Platten von ihm. Es gibt eine, die heißt, glaube ich, entweder nur Milton Nascimento oder Courage, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Da spielt Herbie Hancock auch drauf und Tony Williams. Und dann gibt es noch eine, die heißt Angelus. Die ist in den 90er Jahren rausgekommen mit Ron Carter und Pat Metheny, Herbie Hancock, Tony Williams, Jack DeJohnette. Sehr, sehr gute Platte. Und die beiden Versionen nebeneinander sind auch sehr interessant zu hören. Gibt es auch noch eine von Wayne Shorter. Hören wir jetzt mal auf mit diesem Dropping der Versionen. Wir spielen jetzt unsere Version von Vera Cruz. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Kommen. Danach gibt es Erfrischungen an der Bar.
Wo war das denn draußen? Nebenzimmer. Ja, jetzt geht er um sein Zimmer.
Ja, willkommen zurück. Vielen Dank. Dankeschön. Das war ein wunderschönes Stück von Jerry Allen, die wunderbare Pianistin. Und das Stück hieß The Gathering, was eine ganz gute Beschreibung ist von dem, was wir hier machen. Ich muss aber immer auch dabei an den Brathering denken, weil das liest man ja manchmal falsch, das Wort. Nicht? Also mir geht das so, ich lese dann Brathering. Also bei Gathering muss ich schnell an den Brathering denken. Die Platte heißt auch Gathering und das ist das erste Stück darauf von Jerry Allen. Das ist eine Platte, die ich immer aus dem CD-Regal von meinen Eltern so rausgezogen habe und das Stück hat mir immer so total gut gefallen. Das habe ich jetzt nach sehr, sehr langer Zeit mal rausgehört und musste sofort an die Leute hier denken. Jetzt machen wir weiter mit einem Stück, was ich noch gar nicht so lange kenne. Das ist von Andrew Hill, weiteren Pianisten, und das heißt Bayou Red. Ist auch einem Ort gewidmet. Thank you.
Thank you.
Jakob Obleser, Estefania Chamorro, Schlagzeug, Alexandra Redoubt, Trompete, Adele Sauros, Saxophon. Vielen, vielen Dank. Das war ein Stück, in das wir uns alle wahnsinnig verliebt haben. Das heißt Amor Fantasma von Pedro Martins. Und wir wollen dieses Set beschließen mit einem weiteren Stück. Vorher möchte ich mich aber nochmals beim Loft und allen Beteiligten bedanken. Es ist wirklich eine große Freude, dass ich das hier machen kann und vor allen Dingen, dass auch immer so schöne Leute kommen und auch oft dieselben. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ich erkenne die Gesichter. Ich freue mich. Schön. Ist aber auch immer schön, wenn ich jemand Neues sehe. Also vielen, vielen Dank. Das nächste Mal geht es weiter am 2. Oktober. Mist. Aber es gibt auch wieder einen Livestream. wir spielen jetzt ein Stück, was ich gespielt habe 2016 mit Chris Potter. Ich habe irgendwann eine E-Mail bekommen, ob ich nicht kurz mal in seiner Band aushelfen kann. Da habe ich erstmal Schiss bekommen und mich dann gefreut. Aber ich freue mich eigentlich jetzt immer, wenn die Sachen wirklich passieren. Deshalb habe ich erst nicht so richtig dran geglaubt. Und als ich dann wirklich im Flieger zur Tour war, in der Mitte der Tour musste ich für den Pianisten übernehmen, habe ich es dann angefangen zu glauben. Vorher habe ich aber, um sicher zu gehen, dass falls es passieren, wirklich passieren sollte, habe ich eine Session ausgemacht mit Kölner Musikern, um die Musik mal zu lernen, weil der hatte mir ungefähr 20 Stücke geschickt und ich war ziemlich überfordert. Und über den Verlauf der Tour habe ich mich dann immer wohler gefühlt. Und irgendwie musste ich bei den Leuten hier an das Stück denken und dachte, dass es gut reinpasst. Seitdem habe ich das eigentlich nicht mehr gespielt. Das ist ein Blues in C-Dur, aber mit ein paar Änderungen in den Akkorden. Und ja, Chris lässt sich da immer schöne Sachen einfallen. Hier auf dem Zettel heißt es C-Blues. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile einen anderen Titel hat. Aber das spielen wir jetzt für Sie. Vielen Dank fürs Kommen und bis zum nächsten Mal.
Alexandra Redoubt, Adele Saurus, Estefania Chamorro, Jakob Obleser, Pablo Held. Vielen Dank. Dankeschön. Wir spielen noch ein Stück, diesmal von Chris Wiseman, einem unglaublichen Singer-Songwriter und fantastische Person aus Amerika, mit dem ich gesprochen habe als Teil von meinem Podcast. Und wir haben angefangen zu sprechen und das Gespräch hörte gar nicht mehr auf, irgendwann waren es 4 Stunden. Und es ging auch immer weiter, es hätte auch immer weitergehen können. Wir sind danach noch in Kontakt geblieben und tauschen seitdem Musik aus, er hat Liner Notes zu einer Platte von mir geschrieben und er schickt mir ab und zu Noten, weil er weiß, dass ich gerne handgeschriebene Noten mag. Irgendwann hat er mir dieses Stück hier geschickt, Flying Through the World. Olli lacht. Der Titel ist lustig, ne? Flying Through the World. Und ja, das habe ich dann ein bisschen gespielt und fand es total schön. Dann habe ich es irgendwie vergessen und dann dachte ich irgendwie, ach, ist irgendwie noch so ein offenen Song für dieses Programm. Wäre doch irgendwie, vielleicht was von Chris. Chris hat mir doch immer Noten geschickt. Und dann habe ich ihn gefragt, Chris, hast du auch eine Aufnahme? Weil ich schicke ja nicht nur Noten, ich schicke auch immer Aufnahmen an die MusikerInnen zur Vorbereitung. Gab's nicht. Dann habe ich das selber aufgenommen und ihm geschickt. Und er hat dann gesagt, Tempo findet er gut. Und das spielen wir jetzt in dem Tempo von ihm. Viel Vergnügen mit Flying Through the World. Thank you.
Loft. Oh yeah, baby, yeah.